Hallo und herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute geht es um den Uhrenhersteller Swatch. Darüber spreche ich mit Vivian Spanberg von Vontobel. Frau Spanberg, die Uhrenhersteller kämpfen mit Problemen. Das zeigen zum Beispiel die Halbjahreszahlen von Swatch. Der Umsatz ist um 14% gefallen, der Betriebsgewinn sogar um 71%. Was sind denn die Gründe? Wenn man sich die Zahlen von Swatch anguckt, dann ist nicht wirklich viel Freude da. Nettoumsatz 3,45 Milliarden minus 14,3%. Zu konstanten Wechselkursen wären es minus 10% gewesen. Betriebsgewinn 204 Millionen, das sind minus 70,3%. Und Konzerngewinn 147 Millionen, minus 70,5%. Der Umsatzrückgang vor allem ausgelöst in der stark gesunkenen Nachfrage, vor allem in den Luxusgütern in China, Macau und Hongkong. Einzig die Marke Swatch widersetzt sich dem negativen Trend und steigerte die Verkäufe auch in China um 10%. Der Marktanteil in China, also den Marktanteil vom Umsatz, 30% macht der Umsatzanteil aus hier bei Swatch. Die Luxusmarken Blancpain und Omega waren besonders vom schwierigen Marktumfeld hier betroffen. Während Harry Winston, also Schmuck, sich gut behauptet hat, Swatch und Tissot haben auch ihre starke Position hier halten können. Und die Nachfrage nach der Moonswatch und Swatch Scuba 50 bleiben auch weiterhin stark. Die Gruppe erwartet auch, dass der Markt für die gesamte Luxusgüterindustrie bis zum Jahresende eher schwierig sein wird. Das Potenzial in China bleibt aber weitergehend intakt und die aktuelle Situation bietet für einige Konzernmarken hier eher Wachstum als Rückschritt. Das zu Beginn des Jahres eingeführte Kostensenkungsprogramm hat auch die ersten Früchte getragen und soll hier vor allem in der zweiten Jahreshälfte dann endlich zeigen, wozu es was taugt. Also ein durchaus schwieriges Umfeld momentan für Swatch. Trotzdem geht es auch besser. Konkurrent Richemont hat im Vergleich zu Swatch bessere Halbjahreszahlen präsentiert. Was macht denn Richemont anders bzw. besser als Swatch? Auch Richemont hat in Asien eher Umsatzrückgänge hier verzeichnen müssen, hat aber starkes Wachstum vor allem in anderen Regionen zeigen können. Herausragende Performance in Japan, Wachstumsbeschleunigung vor allem in ihrer Schmucksparte. Aber sie haben trotzdem einen deutlichen Rückgang eben bei Special Watchmakers machen müssen. Januar bis Juni erzielte Richemont Wachstum von 1%. Einmal mehr war hier vor allem die Schmucksparte für verantwortlich. Special Watchmakers war minus 13%, also eher schwach. Das vor allem aus der Region Asien. Die Swatch Group dagegen minus 10,7%, wie vorhin schon gesagt. Somit hat auch Richemont Probleme mit Uhren, hat aber noch ein paar andere Produkte im Petto, die das ausgleichen können. Und vor allem, sie sind ein bisschen größer diversifiziert und auch größer und stärker im Luxussegment. Nämlich Swatch ist viel im tieferen Preissegment unterwegs. Da gibt es Chancen und auch Gefahren. Vor allem, da momentan das Geschäft mit den teureren Zeitmessern doch eher ein bisschen besser läuft und vor allem auch nicht so von den Exportschwächen hier spürbar ist. Januar bis Ende Mai ist der Schweizer Export für Uhren nach China im Vergleich zum Vorjahr 18,2% zurückgegangen. Und da vor allem hat es nicht so die hochpreisigen Uhren getroffen, sondern eher das tiefpreisige Segment. Ein mulmiges Gefühl aus, auch. Ebenfalls sind die Spekulationen hier über die Erhöhung der Luxussteuer in China und der sich zuspitzende Handelsstreit zwischen EU und China, was natürlich dann alle Luxussegmente hier betreffen sollte, sowohl Richemont, aber als auch Swatch. Sie haben es angesprochen, Richemont hat in Japan gut abgeschnitten. Swatch sieht da auch gute Wachstumschancen, genauso wie in den USA. Wie interessant sind denn diese Märkte für Swatch und welche Märkte sind für Swatch am wichtigsten? Ich glaube, das hat jetzt jeder gemerkt, was der wichtigste für Swatch ist. Das ist nämlich China mit 30% Anteil am Umsatz natürlich ganz vorne mit dabei. Aber in Europa erzielte auch das eigene Retail-Geschäft hier stabile Umsätze gegenüber Vorjahr. Die geopolitischen Spannungen haben dann eher dazu geführt, dass viele Einzelhändler ihre Läger nicht mehr sofort aufgestockt haben und mit den Nachbestellungen dann doch eher ein bisschen gezögert hatten, was dazu geführt hat, dass die Wholesale-Umsätze um 10% sich reduziert haben.
positive Ausnahmen bilden hier die Schweiz und Spanien. In den USA erreichten sie die Rekordumsätze des Vorjahres. Japan, eines der wichtigsten Länder für Luxusgüter und der drittgrößte Exportmarkt für Schweizer Uhren, erzielte auch einen Umsatzrekord mit Wachstum über 30% gegenüber Vorjahr. Auch andere bedeutende Länder wie Südkorea, Indien oder die Vereinigten Arabischen Emirate übertrafen das Vorjahr deutlich. Somit wird vor allem in Japan, aber auch den USA im zweiten Halbjahr hier weiter starkes Wachstum erwartet. Und das vor allem auch beschleunigt durch Investitionen von Swatch ins eigene Retail-Netz. Und die Aussichten in vielen europäischen Ländern sind ebenfalls hier vielversprechend. Es ist aber erstmal abzuwarten, ob China weiter einbricht und nicht vielleicht diesen schönes oder das schöne Wachstum aus allen anderen Ländern dann somit eliminiert. Auf alle Fälle hat sich Swatch durchaus optimistisch zur Zukunft geäußert und sieht grundsätzlich langfristig gute Wachstumsperspektiven. Deswegen gab es ja auch keine einschneidenden Maßnahmen wie zum Beispiel Entlassungen oder Kurzarbeit. Wie beurteilen Sie denn die Aussichten von Swatch? Ja, andere Luxusgütergruppen wie LVMH, Kering oder auch Moncler, die haben sogar eher Stellen geschaffen, um all diesem gerecht zu werden. Es ist ein bisschen, es ist nicht so nett, die mit Swatch zu vergleichen, weil Swatch halt sehr auf Uhren spezialisiert ist. Mit Harry Winston haben sie zwar noch Schmuck, aber sie gegen eine LVMH oder auch eine Richemont zu stellen, ist dann vielleicht auch ein bisschen gemein. Aber Swatch ist schuldenfrei und hat eigentlich somit auch Spielraum, sich in neue Märkte einzukaufen. Aber eigentlich bräuchten Sie das nicht. Sie haben eigentlich zwei Luxusmarken mit sehr großem Potenzial. Das ist Breguet und auch Blancpain. Beide hätten eigentlich auch das Format in der Uhrenindustrie in der Champions League mitzuspielen. Aber die stattdessen wird hier angeführt von Audemars und auch von Patek Philippe. Das obere Preissegment bei den Schweizer Luxusuhren ist auch relativ dynamisch am Wachsen. Aber die Swatch Group kriegt da irgendwie gar nichts von mit. Zudem bleibt auch in der Swatch Group mit Omega eher im Schatten von Rolex und sie verwässern eher ihre Marke, auch Blancpain zum Beispiel und Omega mit dem Co-Branding von Swatch. Dabei handelt es sich eher um einen einseitigen Image-Transfer von zwei eigentlich sehr teureren Marken zu den Billigmarken und gerade dieses Billigsegment, sie sind sehr groß da drin, aber gerade diese ist nicht wirklich zukunftsträchtig, weil da sind die Smartwatches und die regieren halt nicht von Tissot oder Swatch, sondern da ist eher Apple der König. Und Analysten sagen auch, dass China nicht der Hauptgrund war, dass sie Probleme haben, sondern eigentlich eher eine gefährliche Strategie, dass sie nicht wahrhaben wollen, dass die Nachfrage runtergeht. Sie haben immer weiter produziert. Sie haben zwar ein paar temporäre Kräfte hier eingestellt, aber ihre Nachfrage ist nicht so gewachsen wie ihre Produktion. Und ihre Ausgaben haben sie auch nicht runtergefahren. Und gerade bei der Herausforderung Bedingung sollte eher hier vielleicht mal ein bisschen auf die Ausgaben geschaut werden. CEO Hayek war das relativ egal. Er hat nämlich relativ große Liebe zum Werkstattplatz Schweiz und will hier keine Leute kündigen oder ähnliches. Nichtsdestotrotz kann er die Produktion und vor allem Marketing nicht so lange oder nicht mehr lange auf so hohem Niveau halten. Über die Aktie von Swatch müssen wir natürlich auch noch sprechen. Die hat ja eine ziemliche Talfahrt hinter sich, die schon im Jahr 2023 begonnen hatte. Geht es bald wieder aufwärts? Wie sieht denn der Markt die Lage? Ja, auch dem CEO sind zum Beispiel auch Aktienkurse egal und auch den Kapitalmarktmarker eigentlich gar nicht. Deshalb wird die Aktie auch mal gerne durchgeschüttelt, weil zum Beispiel Ad-Hoc-Meldung oder ähnliches, davon hält er auch nicht wirklich viel. Nach dem Rekordjahr 23 hat sich Mitte 23 die Aktie dann aber auch schon langsam verabschiedet. Sie stand bei ungefähr 340 Franken im Hoch. Aktuell steht sie bei 160 oder 159 Franken. Also das ist über die Hälfte, die Aktie abgegeben hat, über den Zeitraum. Analysten sehen auf die nächsten 12 Monate im Durchschnitt hier ungefähr 18% Aufwärtspotenzial, 188 Schweizer Franken ist das Kursziel für Swatch und die Aktie wird mit 21 bei 69 Hold und 10% Sell geratet. Also die Analysten sind überwiegend doch optimistisch. Wilmian Spanberg, vielen Dank. Ja, das war die aktuelle Ausgabe von Börsenplatz Zürich. Heute mit einem Blick auf Swatch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.